Hip-Hop ist Urban, Street, Black, Kampf, Rebellion. Ich kann zum Beispiel gar nicht singen, aber sprechen, ja, kriege ich hin. Wenn du sagst, ich kann sprechen, ist es natürlich schon so, also ich kann de facto nicht so sprechen, wie du sprichst. Die tatsächliche Verbindung zwischen Videogames und Hip-Hop ist das Chillen. Ich schließe mich manchmal gerne irgendwo ein und spiele einfach kurz eine Runde Sims, einfach einmal alle sterben lassen und dann durchatmen und wieder raus. Heutzutage zählen Rap und Videospiele zu den größten Popkulturphänomenen unserer Zeit. 2017 stammten fast die Hälfte aller gehörten Alben aus dem Rap-Genre. Old Town Road von Lil Nas X war 19 Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Charts. 2018 setzte die Videospielindustrie insgesamt rund 120 Milliarden Dollar um. 4,4 Milliarden davon allein in Deutschland. Damit ist man sogar der Film- und der Musikindustrie weit voraus. Diese beiden Kulturen haben aber mehr gemein als nur die Rekordzahlen. Heute unser Thema Rap Game, Videospiele und Rap. In den 70er Jahren geboren sind Rap und Videospiele kaum noch voneinander zu trennen. Schon 1991 ließ uns Toe Jam & Earl auf dem Mega Drive außerirdische Rapper spielen. Aber Rap inspirierte nicht nur Videospiele, sondern auch umgekehrt. So kam es, dass Sido und Co. ihre ersten Beats einer Spielekonsole zu verdanken haben. Mit dem Magix Music Maker auf der PlayStation 1 bastelten Sido und BeatHide erst als Royal TS, dann als Die Sekte ihre Beats zusammen. Es war Zeit, Videospiele Rap-tauglich zu machen. Sowohl im Rap als auch in Videospielen steht Competition fast immer im Vordergrund. Auf der einen Seite geht es darum, wer die besten Punchlines spittet, auf der anderen Seite um Highscores, Zeiten, Rüstungen und eben ums Gewinnen. Ja, und manchmal geht's nicht nur verbal zur Sache. Schon 1999 brachte der Wu-Tang Clan mit Shaolin Style ein eigenes Prügelspiel raus. Wie man sieht, gab's ordentlich auf die Fresse. Unterlegt mit Beats von RZA, drei exklusiven Clan-Tracks und sogar einem Story-Modus mit allen Mitgliedern. Kurze Zeit später kam auch das legendäre Label Def Jam auf die Idee, ein Prügelspiel mit Rappern zu veröffentlichen. 2002 erschien Def Jam Vendetta auf der PlayStation 2 und dem GameCube. Mit großem Erfolg. Zwei Jahre später ging es in Def Jam Fight for New York mit noch mehr Rappern in die nächste Runde. Ja, wo bleibt eigentlich ein neuer Teil? Drake gegen Kanye West zum Beispiel oder Machine Gun Kelly gegen Eminem? Oder wie wär's mit deutschen Rappern wie Flair gegen Bose MC? Die haben doch eh noch eine Rechnung offen, oder? Na, darauf müssen wir wahrscheinlich noch ewig warten. 2004, also im gleichen Jahr wie Fight for New York, erschien mit GTA San Andreas das Spiel, das die Rap-Kultur wie kaum ein anderes verkörperte. Seit dem Release des ersten Teils war es eines der geilsten Features von GTA, zu lauter Mucke aus dem Ingame-Radio durch die verschiedenen Städte zu brettern. In den früheren Teilen waren das noch keine bekannten Songs, vermutlich weil man kein Geld für Lizenzen über hatte. Mit einem Trick konnten aber zumindest PC-Spieler ihre Lieblingssongs beim Zocken hören. Sobald das Spiel anfängt zu laden, einfach die Discs durch das Lieblingsalbum austauschen. Das Spiel erschien 1997, gut möglich, dass die Tracks hier in Dauerschleife liefen. Ab dem dritten Teil konnte man sich das CD-Wechseln dann auch sparen, denn die Radiosender bekamen ihre eigenen Soundtracks, Künstler und sogar richtige Talkshows. Wer erinnert sich nicht gern an Karl Lagerfeld in Vice City? Stick your hand down your pants and watch some stupid garbage on TV. Von Anfang an hatten GTA und Rapmusik eine ganz besondere Beziehung. Der echte Fan wird es erkennen. Hier hören wir den GTA 1 Titelsong von Craig Connor aus dem Jahr 1997. Wie gesagt, damals gab es noch keine bekannten Hits im Spiel. Also gab Rockstar ein paar Songs in Auftrag und wählte am Ende Craigs Hip-Hop-Track als Titelsong aus. Wenn die Romanze zwischen GTA und Rap sich also schon 1997 anbahnte, ging es 2003 dann endlich auf Hochzeitsreise. Nämlich als die Punk-Wurzeln der Hauser Brothers auf die Gangsterkultur der Westküste trafen und damit GTA San Andreas schufen. Radio Los Santos und eine wirklich atemberaubende Playlist waren geboren. NWA, Tupac, Dr. Dre, Ice Cube, Cypress Hill, klare Sache. Mit den 20 Millionen Verkäufen von GTA Vice City konnte sich Rockstar den feinsten West Coast Rap leisten, den es gab. In Nummer 4 ging es dann zurück an die Ostküste mit Kanye West, DJ Khaled und einer Riesenportion Busta Rhymes. Und schließlich das Radio Los Santos Comeback in einer der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte aller Zeiten. GTA 5. In GTA 5 können Spieler sogar selber zu Produzenten werden. Der Filmmodus macht es möglich, eigene inoffizielle Musikvideos in der Ingame-Engine zu bauen. Aber die Sache mit der lizenzierten Musik hat auch ihre Schattenseiten. So sind zum Beispiel 2018 schon einige Songs aus GTA 4 verschwunden, weil die Rechte ausliefen.
Das ist leider wie im echten Leben. Am Ende geht es immer nur ums Geld. All die Hip-Hop-Attitüde in den Radiosendern, die ganzen Referenzen und die authentischen Dialoge machten GTA San Andreas zu dem Hip-Hop-Spiel. Denn Protagonist Carl C.J. Johnston wurde von einem echten Rapper aus L.A. gesprochen, Young Melly. Trotz des Erfolgs wurde er nicht wirklich berühmt. Naja, schade. What you talking about? Ob Spiele für und von Rappern, Hip-Hop-Soundtracks oder die unzähligen Videospielreferenzen in Rap-Lyrics. Die Verbindung ist stark. Die beiden Künstler wurden als Brother from Another Mother geboren und wuchsen zusammen. Heute kämpfen sie nicht länger darum, anerkannt zu werden. Sie sind es. Ja, passend zum Thema Rap habe ich mir natürlich auch wieder Gäste eingeladen. Zum einen Jule Wasabi, Redakteurin von der Bild- und Tonfabrik. Und sie hat auch zusammen mit Falk Schacht einen Podcast über Deutschrap. Und heute auch im Studio Smudo von den Fantastischen Vier. 30 Jahre Deutschrap. Und ich habe gehört, er hat auch auf dem C64 früher Spiele programmiert. Was genau, das wird er uns gleich sagen. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo. Jule, wir fangen mal mit dir an. Wie bist du denn zum Deutschrap gekommen? Die lachen muss. Das ist ich immer Wieso? Gefragt. Ich frage mich an, wie ja, sind auf Deutschrap das, gekommen? Weiß man das ja. Ich werde es auch immer gefragt. Ich finde es total schwierig, das zu beantworten, weil, also... Ich habe, glaube ich, so mit 2, 3, 4 zum ersten Mal bei meinem Vater Fanta 4 gehört, habe das aber damals natürlich nicht als Deutschrap oder so eingestuft, sondern es war so die Musik meines Vaters. Und ich glaube, ich bin dann so richtig dazu gekommen 2001 mit Sido und Bushido. Und okay. Das hat sich tatsächlich auch nicht so angefühlt, als hätte ich das vorher schon mal gehört, obwohl ich alles von Fanta 4 durch meinen Vater gehört habe. Aber ja, es hat sich irgendwie anders angehört und verboten und so, als müsste man die Kinderzimmertüre zumachen, wenn man es hört. Und das war irgendwie, ja, das hat mich fasziniert und dann ging es so weiter. Aber siehst du dich in einer Schublade mit Sido und Bushido? Naja, es ist das Genre ist schon das Gleiche. Und Sido hat ja auch gesagt, für ihn war Dida ein Erweckungserlebnis. Was will man denn mehr? Also ich hätte nie gedacht, 30 Jahre später, dass wir noch relevant wären, noch dass irgendwas mit deutschem Rap irgendwo hingehen würde. Von daher lebe ich jetzt schon in paradiesischen Zeiten. Aber wie bist du denn zum ersten Mal, wenn Sido sagt, er ist auf dich aufmerksam oder auf euch aufmerksam geworden, wann hast du denn zum ersten Mal Deutschrap oder überhaupt Rap gehört? Deutschrap gab es ja gar nicht. Genau. Wir waren sozusagen die Generation, die das mit erfunden haben. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir waren die Ersten, die... Also wir kannten damals niemanden, als wir das selbst gemacht hatten. Wir haben aber später im Zuge dann ein paar Leute kennengelernt, die das auch gemacht haben. Wir waren halt die Ersten, die es veröffentlicht haben. Und Rapmusik, wo ist mir denn begegnet zum ersten Mal? Es gab ja die Breakdance-Welle in den 80ern und kurz davor mit Grandmaster Flash and the Furious Five war natürlich mit The Message ein weltweiter Hit, der mich natürlich auch als Teenie oder als Kind erreicht hatte. Thema ist ja Rap und Games. Wann waren so die ersten Berührungspunkte für dich vielleicht mit Games? Das ist ein sehr emotionales Thema, weil meine Mutter, ich komme aus so einem Waldorf-Elternhaus, wo man erstmal versucht hat, alles sehr weit von den Kindern wegzuhalten und Holzspielzeug. Und deswegen war es natürlich von Anfang an interessant, wie komme ich irgendwie an Games ran. Und Mutter hat dich rausgeschmissen, als du mit Doom gekommen bist. Nein, sie hat wirklich die Gerätschaften einfach rausgeschmissen, wenn die da waren. Ich konnte gar keine Spiele mit nach Hause bringen. Das heißt, ich musste anfangen, heimlich bei Freunden zu spielen und habe wirklich sehr viele Freunde gehabt, bei denen ich einfach nur war, weil ich da spielen konnte. Solche deswegen, Freunde hatten alle, ne? Ja. Stimmt. Ich glaube aber, dass ich wirklich deswegen bis heute nicht gut drin bin, weil ich merke, dass zum Beispiel im Tanzen oder Klavierspielen oder so, das habe ich super früh gelernt, das kann ich bis heute, ich würde sagen, besser oder Basketball spielen, besser als das wahrscheinlich jemand anderes in meinem Alter kann, weil ich es früh gelernt habe. Das Spielen ist aber, wenn man das nicht früh auf die Kette bekommt, motorisch schwierig. Es ist motorisch schwierig und bei Sims oder so, das spiele ich bis heute echt gerne. Also wenn ich einen sehr, sehr stressigen Tag hatte oder auch bei uns in der Firma, ich schließe mich manchmal gerne irgendwo ein und spiele einfach kurz eine Runde Sims, einfach einmal alle sterben lassen und dann durchatmen und wieder raus. Aber jetzt bei so Games wie zum Beispiel PlayerUnknown's Battlegrounds ist für mich ein Spiel, das ist würde das so gern spielen können. Und ich schaue wirklich in der Woche sicherlich 10 Stunden einfach Spieler, die das krass spielen können, weil es so krass ist, das zu sehen. Das ist so Kunst, das zu sehen, wie schnell die reagieren und so. Und das, ich würde es gern können, ich kann es nicht. Los, nicht wegfahren, Budi! Nicht wegfahren! Ich bin aus dem fahrenden Auto ausgestiegen, das darf man nicht. Ja, ich komme zu dir. Du hast ja gesagt, oder ich habe eben schon gesagt, du hast selbst programmiert früher. Mhm. Wie fing das denn an und was hast du programmiert? So, das war ja alles auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit. In den 80ern, das war so eine Homecomputer-Ära. Da ging, Ära, Ära, die Homecomputer-Ära. Kennt jeder. Die Homecomputer-Ära.
Es war aber auch so, dass in der Zeit trat quasi die Computerwelt, die bisher ein Industrieding war, in die echte, in die Konsumerwelt ein. Und diesen Übergang haben wir als Kids natürlich, das war Technik, das hat uns begeistert. Das fanden wir cool. Und ich habe angefangen, also es gab dann auch so einen kleinen Rechner, Sinclair ZX81 mit 1 Kilobyte Speicher, man möge sich das mal vorstellen, 1024 Bytes. Und mit Basic. Und der Bildschirm, wenn man den ganzen Bildschirm voll hatte, der hatte 768 Bytes verbraucht, dann hast du also noch 400 gehabt. Und da könntest du dann halt noch 10 Prinz Modo, 20 Goto 10 schreiben. Und keine Ahnung, was es heißt. Aber ich habe auch keine Ahnung, aber ich frage mich, ich finde, es hört sich immer so krass an, wenn man sagt, ja, du hast früher programmiert. Und weil ich halt ins heutige Programmieren denke, war das so krass? Also bist du dir wie so ein heftiger Hacker vorgekommen? Ja, es hat schon was mit Coden zu tun und so. Oh, okay. Ich habe in der Zeit Andi kennengelernt, unseren jetzigen, also Andi Y von den Fantas. Wir zwei haben gemeinsam als Computer-Nerds rumprogrammiert und haben ja auch Spiele gemacht. Aber halt so als Spaß, als Hobby. Am Ende vermählte sich das mit der Musik, weil wir wollten Rap-Musik machen, wir wollten diese Beats machen. Und die hat man die Profis haben das in den USA mit Rhythmusmaschinen gemacht. Linjam 808 kennt man heute auch noch. Und die wurden, die kosten aber ein Schweinegeld. Ja. Die Linjam haben wir mal gesehen, war es überhaupt eine Linjam für 5000 Mark oder sowas im Musikgeschäft? Können wir uns nicht leisten. Aber Andi hatte in so einer Computerzeitschrift konnte man mit so einer Platine nachbauen und konnte dann auf dieser Platine kleine Chips mit Sounds abspielen, kleine EEPROMs abspielen und hatte eine Hardware gebaut, die wir dann, und Andi hat dazu selbst etwas geschrieben, mit dem man diese Hardware programmieren kann und haben unsere eigene Rhythmusmaschine gebaut. Die Bronx Box haben wir sie genannt. Ja, und habe ich auch Spiele programmiert. Genau, das wollte ich wissen. 64 in einem Mix aus Basic und Maschinensprache und hatte ein Adventure geschrieben, ein Textgrafik-Adventure namens Price of Peril, der Preis der Gewalt. Eine Kurzgeschichte von Robert Checkley, ein Science-Fiction-Autor, den ich verehrt hatte zu jener Zeit. Und das ist ein sehr lineares Textgrafik-Adventure, wo man so aufsteht, öffne Augen, gehe nach Osten, gehe nach Westen und du wirst verfolgt von der Thompson-Bande, die dich umbringen will. Und du musst fliehen und dann kriegst du Amnesie, weil du bist ein Gangster und du kommst raus aus dem Gefängnis, wenn du dieser Thompson-Bande lang genug entfliehst. Das Ganze wird live im Fernsehen übertragen. Wie umfangreich war das denn? Das war die Geschichte. Ich habe ein lineares Textadventure mit 11 Bildern gemacht, aber es gab mit High-Risk-Grafik, wenn man das so nennen kann, im VC64 und habe es eingeschickt an Input 64, ein Magazin vom Heise Verlag, die auf Kassette und auf Diskette jeden Monat so ein Magazin veröffentlicht mit Spielen und Anwendungssoftware drauf. Und da wollte ich das gerne haben, weil deren Adventures hatten keine Grafik, man konnte den Spielstand nicht speichern. Das war alles Pipi-Kram. Also war dein Adventure wirklich das Beste, was daraus kam? Ja, weil es tatsächlich, man konnte es abspeichern, man konnte es auf Datasette oder Diskette speichern, man hatte High-Risk-Grafiken, man hatte einen schönen Parser, man konnte also diese Worte ganz gut eingeben, das war alles ganz cool. Aber es ging um Gewalt, man musste nämlich an einer Stelle jemanden mit dem Baseballschläger ins Überziehen, um an eine seltene Briefmarke zu kommen oder so, oder an Geld zu kommen für ein Taxi, genau sowas. Der Heise Verlag ruft mich an und sagt, sie können das Spiel nicht nehmen, da ist zu viel Gewalt drin. Und ich, oh, naja, egal. Und ein Jahr später rufen sie mich an, sie haben einen Wettbewerb gemacht für Adventure Games und keins war so gut wie meins, was ich für ihn vor einem Jahr geschickt hätte. Nein. Und ich soll es bitte umschreiben, die Stelle mit der Gewalt. Ich habe noch eine kurze Nachfrage dazu. Kannst du das heutzutage immer noch? Vielleicht. Seht ihr sonst noch Parallelen zwischen Rap und Videospielen? Außer jetzt die Gewalt oder Initiierung? Rhythmus. Beats. Mhm. Parappa the Rapper. In the rain or in the snow. That got the fucky fucky. Das ist also das erste Rap-Spiel, was es für dich gab, ne? Auf jeden Fall eins, wo man das Gefühl hat, man rappt so ein bisschen mit, weil man die Knöpfe drücken muss. Weil Guitar Hero sich einbilden kann, man könne jetzt wirklich Gitarre spielen. Ja. Ansonsten fällt mir dann nur so Karaoke-Sachen ein. Ich weiß, wie ich zum ersten Mal Sie ist weg gehört hatten auf irgendeinem Singstar. Und Michi selbst, der das Lied selber rappt und kackt voll ab, weil irgendwas, der Rhythmus, keine Ahnung, irgendwie war das, wir glauben, das war ein Bug. Also klappt es selber nicht. Ansonsten finde ich, die krasseste Vermählung zwischen Rap-Kultur und Game-Kultur ist natürlich Grand Theft Auto San Andreas. Ja. Die Macht am Hip-Hop und am Gaming Firmament. Und ich glaube, was auch noch ein Element ist, das ganz interessant ist, ist dieses, dass es meistens, also das Soziologische, dass das so ein Genre ist, wo Kinder meistens super Ahnung haben, super drin sind und der Rest der Gesellschaft einfach draußen ist. Und du hast dieses Krasse, was du im Deutschrap auch hast, sag ich mal, dass du dich verstehst, wenn du so Rap-Hörer, Gamer, die verstehen sich. Man sieht sich und denkt sich so, ah ja, wir gehen so durch die gleiche imaginäre Welt. Und das, finde ich, darf man echt nicht unterschätzen, weil das hat so einen Bandencharakter, den ich bis heute am Gaming und am Rap total toll finde, dass du so ein bisschen dieses, wenn man zusammen ein gleiches Spiel spielt, dann
dass man so alle Gang. Ich glaube, das ist ja etwas, dieses Tribalism, ist etwas, was im Menschen verankert ist. Ne? Ja. Ey, wir sind diejenigen mit den auf dieser Seite der Straße. Wir sind anders wie die auf der Seite der Straße. Mhm. So. Habt ihr denn vielleicht eine gute Idee, wie man, es gibt ja, die fiel glaube ich, ein Spiel ein, jetzt bei Rapper the Rapper. Habt ihr vielleicht eine gute Idee, wie man Videospiele und Games noch gut verbinden könnte? Vielleicht mit einem Spiel? Wie bitte? Videogames und Spiele verbinden mit einem Spiel? Videospiele und Rap, meine ich natürlich. Wer wollte sich, zwei Franzosen wollten sich doch Carrie und, ich weiß es nicht, wollten sich auch prügeln und hier Käfig Fight und so. Also wenn man so MMA-Spiele mit Rap-Charakteren machen das könnte. Das gibt's doch sogar. Es gab doch mal so eine Jam Vendetta. Und sind da aber Rap-Charaktere? Das sind Rap-Charaktere, ja, das waren so Rapper. Zum Beispiel aus Snoop Dogg. Ja gut, das dann habe ich eine Idee gehabt. Gibt's ja schon. Hatte. Perfekt. My money's on me, kicking your... All night long. Ich bin in der Perspektive eines Elder Statesmans, der von diesen ganzen Details aktuell überhaupt keine Ahnung hat. Ist auch nicht interessiert. Ist für mich auch kulturell eine ganz andere Ecke, eine ganz andere Welt. Da gibt es eine andere Sprache, weißt du, und so. Und das ist viel ist mehr. Ist das fremd? Es ist viel mehr, ja, es ist viel mehr Street geworden und viel mehr Ghetto, als also im Prinzip so, wie es sich die Feuilletonisten in den 90ern gewünscht haben. Ja. Weil wir im weißen Mittelstand, was wollen die wissen, aus einer Mittelstands gutbürgerlichen Ecke auch rangekommen. Du hast nicht die Knowledge und das Geld, die Technik und die Ruhe, Rhythmusmaschinen zu erfinden und zu programmieren und dann da Texte drüber zu schreiben, wenn du eigentlich dich um ganz andere Sachen kümmern musst, weil dein Leben doch dich ein bisschen härter rannimmt. Und heute ist es aber so, dass du mit der ganzen Infrastruktur, die es eben in den USA gab, da gibt es Produzenten, da gibt es auch eine Industrie, die im Prinzip jemanden direkt von der Straße casten kann, der gar keine Infrastruktur hat, also kein Studio und keine Klavierausbildung. Den kannst du nehmen, aber du nimmst seine Gefühle, seine Texte und seine Emotionen und sein Charisma und hast in eine Infrastruktur, wo er dann Texter, Produzenten und was weiß ich, was man eben auch braucht, um ein richtiger Act zu sein, finde. Und das hast du heute. Aber das klang ja eigentlich ganz cool nach dem Spiel. Also wenn man den Straßenkünstler aufbauen müsste und dem sowas beibringen, das wäre ein ganz geiles Spiel eigentlich. Ja. Wir haben uns auch mal überlegt, wo gab es wilde Aufeinandertreffen von Rap und Videospielen, haben uns eine Top 5 zusammengeschustert. Wenn Videospiele und Rap aufeinandertreffen, können die kuriosesten Dinge entstehen. Hier unsere passende Top 5. Let's play. Die Top 5 eröffnet Def Jam Rapstar. Nach unzähligen SingStar-Varianten und den hauseigenen Prügelspielen war es für das Label an der Zeit, ein Rap-Karaoke-Spiel zu droppen. Hierzulande waren sogar Deutsch-Rapper wie Azad und Kool Savas am Start. Für die wahren MCs gab es auch einen Freestyle-Modus, also ran an die Mics. Auf Platz 4 landet Beef Over Germany, das so gern das deutsche Def Jam Vendetta sein wollte. Mit Deutschrappern wie Haftbefehl, Kollega und Massiv sollte man sich, ja, eben massiv aufs Maul hauen. Das Mobile Game scheiterte aber kläglich, völlig unfertig enttäuschte Beef Over Germany ganz Rap-Deutschland. Platz 3 holt sich Snoop Dogg, der gefühlt schon alles durchgespielt hat. So konnte man den Guten in True Crime Streets of LA freispielen und sein eigenes Game hatte er ja auch. Naja, fast zumindest. Fear and Respect wurde irgendwie nie fertiggestellt, weil die Gangster-Thematik dann schon zu ausgelutscht erschien. Naja, schade, wir hätten es gern gespielt. Auf Platz 2 landet Kanye West. 2016 zeigte er im Rahmen einer Präsentation seines Albums The Life of Pablo einen Teaser zu seinem eigenen Videospiel. Den ganzen Trailer zu Only One veröffentlichte er dann im Zuge der E3 2016. Dummerweise ist das Mobile Game bis heute nicht erschienen. Naja, schade. Die kurze Videospiel-Branchenkarriere von Soulja Boy belohnen wir mit Platz 1. That's right, I'm coming out with my own video game console. Seine Billig-Konsolenreihe hieß natürlich Soulja Boy und war ein kompletter Reinfall. Die 185 Euro teure Heimkonsole hatte 800 Titel vorinstalliert. Die günstigere Handheld-Variante gleich ganze 3000. Das Problem? Die Titel wurden vorher nicht lizenziert, wodurch das Ganze ordentlich gegen die Wand rauschte. Herzlichen Glückwunsch, Soulja Boy. Ja, ich kannte keins davon. Ihr? Nein. Ich erinnere mich dunkel an Def Jam Rapstar. Ganz dunkel erinnerte ich mich, es gab SingStar mit Rappern. Also es war weg, jetzt ist es wieder da. Aber wieso setzt sich es trotzdem noch nicht durch? Wenn man so jetzt, keine Ahnung, Sing My Song und The Voice und so, bist du da in irgendeiner Jury eigentlich? Jetzt nicht, dass ich das... Trotzdem können wir darüber sprechen, egal wie es wäre. Ich finde es total schade, wenn du dir reinziehst, dass es einfach das größte, erfolgreichste Genre... Ja.
aller Zeiten momentan gerade ist oder zumindest seine Hochzeit gerade hat, dass kaum Leute dahin gehen und rappen oder so Rap-Skills noch nicht wirklich so als eine Kunstform, die man so, die erstrebenswert ist zu lernen, angesehen wird. Ja, geht so. Ich finde schon, dass Gesang hat mehr Sport in der Darstellung, als Rap das hat. Also für einen Zuschauer. Man guckt sich ein Fußballspiel an oder man hier Dota 2 erst kürzlich die Meisterschaft verfolgt. Und das ist sozusagen etwas, wo sich viele Leute hingezogen fühlen, das angucken wollen und sich damit irgendwie verbinden wollen. Bei Rap, obwohl ich selbst ein Hip-Hop-Fan sehr viel stärker war, ich will nicht sagen, dass ich es heute noch bin, aber es war nicht so, dass ich das aus Sport sozusagen genoss. Wenn Whitney Houston sagt, oh, krass, und als wir beide Voice of Germany saßen und jemand trellert volles Rohr raus, berührt einen das mehr, als wenn einer super rappt. Beim Rap, finde ich, ist es ein starkes Zusammenspiel zwischen Musik, dem, was gesagt wird, und den Inhalten sozusagen und natürlich auch der Form und dem Rhythmusgefühl. Das ganze Ding, es ist so, du kriegst, wenn jemand einen super Groove am Schlagzeug spielt, ist das einfach auch toll, aber es ist nicht so populär, obwohl alle Schlagzeug hören, alle Menschen hören Schlagzeug, als wenn jemand eben alleine singt. Es ist speziell diese Nummer, wenn jemand so viel Luft durch den Schornstein strömen soll, ich habe keine Ahnung, welche archaischen, unterbewussten Trigger das auslöst, das nimmt einen mehr. Und deshalb, glaube ich, ist die Audience größer. Ich kann zum Beispiel gar nicht singen. Aber sprechen? Ja, kriege ich hin. Ja, wobei ich finde es schwierig, wenn du das sagst, weil du natürlich auch krasse Skills hast und krass rappen kannst. Und wenn du sagst, ich kann sprechen, ist es natürlich schon so, also ich kann de facto nicht so sprechen, wie du sprichst. Ist schon klar, Rap ja. Ist. Und also ich verstehe, was du meinst, dass mehr Leute rappen können als singen oder mehr Leute können halt auf Autotune irgendwas machen und das hört sich nach Rap an, ohne dass sie wirklich was können. Aber ich finde, auf dem Level, auf dem du jetzt rappst, gibt es genauso wenig Sänger, die gut singen können auf so einem Level. Ich meine auch nicht, wie das gemacht wird. Das ist total professionell. Überhaupt der ganze Produktionsraum ist viel professioneller. Es wird getextet, produziert untereinander mit allen möglichen Leuten. Also wenn mal Capital Bra sich genauso an Modern Talking Samples heranwagt und wenn irgendwelche Texte, die in der Szene für Rapper schreiben, aber auch für Helene Fischer schreiben, sieht man, dass es dort bereits zusammengewachsen ist, die Pop- und die Hip-Hop-Kultur im Produktionsbereich. Das ist schon so. Aber ich spreche jetzt vom Konsumenten, für den man ja die Spiele macht, für den man ja diese Produkte macht. Der Unterschied zwischen Musik und Games ist, alles sind Künstler, alle wollen was Cooles machen. Games ist aber ein viel risikoreicheres Geschäft. Du musst viel mehr Zeit und Geld investieren. Und wenn es nachher keiner sieht, dann war es für die Katz. Mhm. Ich sehe es an meiner mittleren Tochter, die jetzt in die Daddelwelt hineinwächst. Die hat zum ersten Mal auf der Switch ein richtig gutes Game gespielt und sagt fortan, ich will nicht mehr diese Handyspiele spielen. Ach, die langweilen mich. Und die interessiert sich sehr dafür, auch fürs Kulturelle. Die mag auch Rapmusik und auch den Text, auch das Text. Aber sie findet, die Welt, in der das stattfindet, ist ihr zu dirty und zu männlich. Da will sie gar nicht stattfinden. Ja. Und wenn deine Tochter jetzt Videospiele spielt, hörst du dann auch manchmal Sounds, wo du sagst, oh, den kann ich mal irgendwo in einen neuen Part einbauen, einen Song? Also, das ist ja sowieso ständig der Fall. Ich bin ja ein Videospielfan. Mich interessiert das im Allgemeinen sehr. Und natürlich höre ich das auch. Und ich habe mir alleine schon wegen dem Sound, habe ich mir in meinem Büro einen Defender-Automaten reingestellt. Der schwierigste Arcade-Automat der 70er Jahre, der den geilsten Sound überhaupt hat. Irre. Oder ich würde gerne mal von meinem Star Trek Next Generation Flipper. Ah, nee, und so macht man bei Star Trek, ne? Nicht, das hätte zu eurem letzten Album voll gut gepasst. So. Naja, und da gibt es eine Stelle, da gibt es doch diesen einen Typen, habe ich vergessen, der Riker, Commander Riker. Der sagt zu dir, wenn du in Highscore machst, sagt er, you're an honorable player. Das finde ich ganz, weil das ein cooler Hip-Hop-Style ist. Das will ich irgendwas sagen. Wie oft hast du es gehört? You're an honorable player. Oft genug. Okay, gut. Du hörst ja eigentlich alles an Deutschrap, oder? Du musst ja eigentlich alles hören, oder an Rap allgemein. Ja. Ich muss natürlich wöchentlich schon für unseren Podcast eigentlich alles hören, was so rauskommt. Und das ist von natürlich so Sachen, wo man sich irgendwie ultra freut. OG Kimo oder Trettmann oder gerade ist ein Paschanim, Shabba's Botten. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt. Ist ein sehr krasser Track. Aber da muss man eben auch Tracks hören, wie zum Beispiel, ich habe sehr lange Mero gehört, ohne irgendwas von ihm toll zu finden. Bis dann aber dieser Switch kam und ich dachte, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich finde Mero ganz gut eigentlich so. Was ist deine Lieblings-Rap-Art? Oder Genre? Ich finde, mir ist es wichtig, dass es authentisch ist. Und das heißt für mich nicht, dass es der Rapper erlebt haben muss, sondern einfach, dass er einen Witz, einen Humor hat, wenn er Storys erzählt, die für mich, mit denen ich mich in irgendeiner Form identifizieren kann, was auch nicht heißen muss, dass ich das erlebt habe. Aber mir geht es nicht darum zu sagen, ich komme von der Straße und deswegen mag ich Straßenrap, weil das so, ja, ich komme nicht von der Straße. Aber mir geht es darum, dass ich trotzdem irgendwie
diesen Studenten-Rap, mit dem ich mich eigentlich identifizieren müsste wegen Jurastudium und sowas, aber das interessiert mich irgendwie gar Negator nicht. Negator und so ein Zeug. Ja. Ja, überhaupt nicht meine Welt. Ja, und kann ich mich ganz schlecht mit identifizieren. Deswegen geht es mir eigentlich eher darum zu schauen, wo sind Geschichten dahinter. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Ding auch von deiner Tochter, was mir auch so geht. Ich feiere gerade einfach alle Frauen, die irgendwie in diesem Business stattfinden, erstmal ab und finde es krass, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, und das hat man als Frau tatsächlich nicht in unserer Gesellschaft, dass man so ein Gang-Ding hat, was Männer, finde ich, schon haben, dass die so zusammen in der Gruppe auftauchen, dann sind die so die Coolen. Und wir haben es jetzt mit Frauen so, dass so, ich meine, gerade haben irgendwie Loredana und Juju die European Music Awards gewonnen als Best German und Swiss Act, ohne dass die irgendwie Female Act und so. Und das finde ich einfach so krass, dass ich mir denke, Alter, als Frau ist jetzt gerade die Zeit, da richtig durchzustarten. Das hat mir an Sixten so gut gefallen. Ja. Dass sie eine Gang sind, dieses ganze assi-männliche Vokabular nehmen. Ich deine Mutter ohne Das ist so lustig. Und dann aber auf der Bühne sitzen und statt Life is Life, Nein heißt Nein, das ist vielleicht Weltklasse. Du bist ja mit Fantafie auch sehr viel unterwegs. Nimmst du dann auch Spiele mit auf Tour? Aber natürlich. Oh. Was nehme ich denn mit auf Tour? Was habe ich denn? Gerade habe ich doch gerade, das war so eine Fingerübung, das ist die jüngste Zelda auf der Switch. Ah, ja. Genau. Ich habe aber auch manchmal so richtig große Schinken. Ich habe ewig gebraucht, um God of War durchzudaddeln oder jetzt gerade Red Dead Redemption. Das sind ja so Sachen, die, wenn alle im Bett sind und sowas, und ich dann morgens früh, wenn ich zu den Kindern raus muss, dann, okay, dann von 12 bis 2, dann haben wir noch ein bisschen gedaddelt. Also ich brauche viel Zeit und wenig Schlaf, um mal richtig große Dinger durchzuspielen. Es ist aber gern eigentlich gar nicht die Switch oder den Gaming-Laptop, nehme ich mit. Ich bin ja Pilot und ich liebe die Flugsicherung. Also die Sprache, wie die sprechen. Ich bin ja und Pilot. Es gibt so ein japanisch verrücktes Game, das heißt I am Air Traffic Controller. Und I am Air Traffic Controller 4. Und das musste ich mir aus Japan bestellen und mir aus übel beleumundeten Ecken im Internet einen Patch für Englisch drüber besorgen. Das alles irgendwie vermählen auf meinem Laptop, damit ich dann, das ist dann so ein arcade-mäßiger Flughafen Air Traffic Simulator, wo du dann Tokyo Gate for Approach Level und so weiter. Ach, du bist der Fluglotse oder ja, was? Also das kann ich stundenlang spielen, das entspannt mich. Geil. Das mache ich auf einer langen Autofahrt. Wie ist bei euch mit Virtual Reality? Was bei dir, Jule? Hast du schon mal ausprobiert? Ich habe so ein Zombie-Spiel gespielt und habe dann aber gemerkt, mich interessiert eigentlich so diese Verteidigungssache gar nicht so sehr wie diese Landschaft, die drumherum ist, weswegen ich die ganze Zeit gestorben bin, weil ich dachte, was sieht das echt aus hier? Ich stehe mitten in der Wüste. Und dann bin ich richtig schlimm cybersick geworden, nennt man das, glaube ich. Also ich habe es wirklich ganz krass. Und also es ist schlecht geworden. Ich kann dir genau sagen, was es ist. Was? Bei VR ist es so, wenn immer das, was du siehst, nicht ganz übereinstimmt mit dem, was dein Vestibularapparat meldet, sprich, du bewegst dich total krass in der virtuellen Welt, aber in Wirklichkeit sitzt du auf dem Sofa und hast nur so gemacht, dann kann das sein, dass dir schlecht wird. Da ist bei jedem die Schwelle anders. Das ist das Gleiche wie Sehkrankheit. Also gut, bei mir auch super schnell schlecht. Ich habe es auch krass gemacht und war so Google Earth-mäßig, dass ich wirklich so aus dem Planeten raus reingezoomt und so ganz schnell, weil ich halt fliege. Also ich meine, das ist ja das Ding sofort, dass man denkt, man will fliegen. Und dann dachte ich, mach das. Und da habe ich aber gemerkt, dass in meinem Bauch will dieses Gefühl entstehen von, ich fahre gerade Achterbahn. Es entsteht aber nicht. Und davon ist mir unglaublich schlecht geworden. Das kann auf der Stelle passieren. Ich habe den ersten 3D-Shooter mir angeschaut auf der Brille und laufe nur kurz nach vorne und nach rechts und war auf der Stelle schlecht gewesen. Weil es überhaupt, also es war wirklich ganz merkwürdig. Dass man den Kopf hinbewegt, wohin man dann mit dem Joystick läuft zum Beispiel, ist eine Variante, die wesentlich besser funktioniert. Oder aber auch, ach mein Gott, ich habe Ace Combat 7 auf der Virtual Reality Brille ausprobiert. Als Pilot muss ich natürlich, wollte ich Kampfpilot sein. Und einmal in den Dingen ein Looping gemacht und guck, wo ist eine andere und sowas. Bin fast zum Stuhl geflogen, weil es, also, oh Gott! Ich denke ja immer noch, dass Konzerte, Rap-Konzerte, alle Konzerte mit VCR übertragen, also wirklich so professionell, dass du abends sagen kannst, ich gehe heute Abend nach der Arbeit, nicht um 20.29 Uhr, natürlich jetzt für dich und dein Business schade, wenn die Leute sagen, ich bleib lieber zu Hause, aber ich finde dieses Handy hochhalten, ich verstehe das total, ich mache das auch, weil ich das einfangen will und weil ich es mir auch wirklich zu Hause manchmal wieder anschaue, aber ich würde lieber gern abends, jeden Abend verfügbar Konzerte haben. Auf der Oculus Quest versuchen die das. Also es gibt diese Angebote schon. Es ist so leidlich, aber das ist ja das, was auch funktioniert. Man sagt, ihr habt auch was gemacht, oder nicht? Ja, wir haben irgendwann für die Telekom mal so einen Auftritt gemacht, wo die auch irgendwas auf ihre Magenta übertragen haben. Ja, ich finde es natürlich sehr, sehr interessant. Wir haben selbst auch eine Virtual Reality Experience gemacht. Das ist noch was ganz anderes. Aber da gibt's auch das Angebot. Da kriegst du dann per Newsletter auch, ja, nächste Woche, das und jenes Konzert. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich wirklich dann 90 Minuten unter der Brille
an einem Punkt sozusagen auffällt wie im Publikum. Aber ich glaube, also oder wann hat man der Sound ist ja auch was anderes, oder? Will man nicht den. Ja, wobei das weiß ich nicht mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Und ich glaube, das würde sogar ganz gut funktionieren. Also ich merke halt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne bei 20 Minuten liegt. Ich kann kein Buch mehr lesen. Also ich weiß nicht, wann ich ein Buch zu Ende gelesen habe. Ich kann keine Filme. Ich kann nicht mehr ins Kino gehen, weil mich das macht mich unruhig, so lange zu sitzen und nichts anderes zu machen. Und wenn du dann skippen könntest bei einem Konzert zu den Tracks, die du cool findest, oder merkst, okay, hier ist nichts los, ich gehe. Also ich finde immer die Live-Erfahrung von einem Konzert ist so viel ernüchternder, als zu Hause zu sitzen und zu sagen, okay, ich habe halt den Vibe um mich rum nicht, dass ich mir denke, vor allem in der Gesellschaft, die noch angeglichen werden muss an, wir haben eigentlich eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, wollen mehr erleben in kürzerer Zeit, da ist es halt super, weil du abends theoretisch mal schnell nach der Arbeit zumindest den Sonnenuntergang kurz sehen kannst. Und wenn der langweilig ist, kannst du den auch noch mal kurz 5 Minuten skippen. Ich denke, wenn der soziale Aspekt mit dazu kommt, wenn man das vernetzt macht, dann wird es noch interessanter, weil jetzt bist du alleine und guckst das Konzert an, obwohl du virtuell 1000 Leute um dich rumstehen hast. Ja, das stimmt. Aber vom Sound her, ich habe selbst mit der 360-Grad-Kamera schon viele Sachen gedreht selber und dann nachher den Sound vom Mischpult drunter gelegt, um zu gucken, wie das wirkt. Ja. Und dann den Live-Publikum-Sound so ein bisschen ranmischen. Obwohl das nur ganz krude war, hat das schon Wirkung. Also das funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch ein kleines Quiz zum Abschluss vorbereitet. Es ist ein kleiner Wettbewerb zwischen euch beiden. 5 Fragen. Und man kann leider nichts gewinnen. Und die erste Frage beantwortest du. Das ist immer gut, so am Anfang zu sagen. Ja, es gibt drei. Es geht um nichts. Um die Ehre. Ich habe 3 Antwortmöglichkeiten jeweils. Die erste Frage beantwortest du. Also ihr Antwort. Also als erstes beantwortest du die erste Frage. Und dann. Okay, alles klar. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Frage 1. Welcher Sender spielt bei GTA San Andreas Rap-Musik? A. KDST. B. Radio Los Santos. Oder C. Radio X. Jule. Oh, ich habe das nie gespielt, deswegen ist es natürlich jetzt mega gemein, diese Frage. Ich sag einfach, weil sich's gut anhört, C. Radio X. Würde ich sagen. Ich glaube, stimmt, Los Santos war Spanisch und das andere war ein Talksender, glaube ich. Es war Radio Los Santos leider. Ach, verdammt, das war der Rap. Scheiße, es geht um nichts, aber ich möchte trotzdem gewinnen. Gamer-Ehre. Frage 2. Welches deutsche Rap-Duo lieferte mit dem Track Ballermann den offiziellen Song zu Ghost Recon Wildlands? Keine Ahnung. A. Casey Rebel und Farid Bang. B. Capital Bra und Samra. C. Kool Savas und Sido. Ich rate mal, ich kenne das Lied nicht. Kool Savas und Sido. Ghost Recon Wildlands, der Song heißt Ballermann. Du müsstest du eigentlich gehört haben, ne? Ich sag Kapital. Nein. Nee. Casey Rebel und Fall. Beide daneben getippt, sehr gut. Doch, beide leider nichts richtig. Wie unangenehm. Im Soundtrack von FIFA 12 ist welcher deutsche Rapper vertreten? Ja. A. Sido. B. Haftbefehl. C. Materia. Ich weiß es nicht. Sind auch ein bisschen schwer, die Fragen natürlich. Sido, Haftbefehl oder Materia? Ich würde Materia raten, oder? Ja, wegen Rostock und so. Aber ja, und ich meine, wegen Kommerz Sido auf jeden Fall. Ihr müsst euch leider hier entscheiden. Nee, du willst, es ist deine Frage. Ich sage, das ist dein Matchball, glaube ich, ne? Der FIFA 12. FIFA 12? Genau. Ah, nicht FIFA 13. Oh. Nee, aber es ist ja was anderes. Genau. Achso, stimmt, ja. Jetzt gerade FIFA 20 kommt doch jetzt. Genau, da fällt vielleicht. Ja, ich sag Materia. Und du? Würde ich raten, auch Materia. Ja, beide richtig. Genau. Mit dem Song Verstrahlt. Echt? Ach, krass, okay. Sehr schön, wegen dem Film Gras auf der Wiese. Frage 4. Welcher Final Fantasy Soundtrack wurde vom Wu-Tang Clan gesampelt? Final Fantasy 6, 7 oder 13? 7. Mir wäre es hier wichtig, dass es 6 ist. Warum? Weil ich sehr viel Ahnung auch von der Frage und dem Spiel habe. Nein, ich habe 7 durchgespielt. Aber es stimmt und es war echt im Ernst. Ja. Ja. So, gut, war ja nah dran, 6-7. Gewinnt. Du hast 7 durchgespielt, ja. Ja, und ich hätte gedacht, von der Zeit her würde das ganz gut hinkommen. Letzte Frage. Welcher Deutschrapper kommentierte das Spielgeschehen im allerersten FIFA Street? A. Sido, B. Harris oder B. B-Tide? C. B-Tide. Boah, ich habe das sogar gesehen. Bitte in welchem FIFA? Street. Das ist FIFA diese, Street. Genau, das ist diese Trick-Variante.
auf dem Straßenplatz, auf so einem kleinen Bolzplatz? Ich sag, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sich hier gerade Berlin-Szene-Event und ich habe da mal Harris gesehen. Nee, aber weil, ich glaube auch nicht, dass es Harris ist. Und zwar ist, gar nicht, weil er ein Rapper ist, sondern weil er diese krasse Stimme hat. Ja, genau. Das hätte ich mich gerade auch gesagt. Möchtest du das gleich antworten, weil du kannst du nicht mehr gewinnen. Ist mir egal. Es geht trotzdem, ich will daran beteiligt sein. Wenigstens okay, es ist Harris. Ja. Yeah. Du hast gewonnen mit einem Vorsprung. Gratulation. Ja, schön, dass ihr beide da wart. Das war's auch schon. Ja. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.